Menschen bewegen, Welt verändern als Salz und Licht. Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Wie immer bin ich nicht allein, sondern ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir im Studio. Und zwar ist das ein Ehepaar, das biografisch ganz interessante Dinge verbindet. Wir werden euch heute nicht beim echten Namen nennen, zu eurer eigenen Sicherheit. Wir werden auch nicht das Land nennen, in dem ihr unterwegs seid. Wir freuen uns aber auf das Gespräch. Insofern begrüße ich jetzt einmal ganz herzlich. Vielen Dank, danke, dürfen wir da sein. Eine Sache lässt sich nicht verbergen, wenn ihr uns begrüßt, nämlich, dass ihr sprachlich momentan nicht in Deutschland verortet seid, sondern ihr seid Schweizer. Erzählt uns doch einmal, wo kommt ihr her und wie kam der Weg dazu, dass ihr euch überhaupt Richtung Mission auf den Weg gemacht habt? Also ich bin nicht in der Schweiz geboren. Ich bin in Hawaii geboren, auf Honolulu. Und das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und ich hatte immer, auch schon in der Schulzeit, so Lebensgeschichten, Biografien gelesen aus anderen Ländern. Und das hat mich immer begeistert. Und ich habe mich auch nach Asien hingezogen gefühlt und wir leben jetzt auch in Ostasien und leben eigentlich auch meinen Kindertraum, aber nicht nur meinen, sondern auch okay. Naja, also ich bin natürlich aus sehr bürgerlichem Haus im Zentrum der Schweiz, in der Nähe von Bern, da bin ich aufgewachsen. Und habe mir nie gedacht, so weit weg zu reisen überhaupt. Und als wir das erste Mal 1996 dann nach Ostasien ausreisten, das war auch mein erstes Mal im Flugzeug. Das war schon ein Challenge. Also ich wusste, dass ich in den Bergen auf 3000 Meter über Meer, tief verschneit im Sturm bei minus 20 Grad überleben kann. Ob ich das auch in den Tropen bei plus 30 oder 40 Grad machen, überleben kann, das wusste ich damals nicht. Und ich musste mich dann auch sehr an ein neues Tempo gewöhnen, also beim Gehen, bei allem eigentlich. Ich musste wirklich mal ein paar Gänge zurückschalten, damit ich mich in den tropischen und subtropischen Klimabereichen da nicht selber überforderte und entwässerte. Okay, wir haben jetzt hier in der Schale schon mal Honolulu, Schweizer Bergdörfer und Ostasien. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? In den Bergen. In den Bergen, natürlich. In den Schweizer Bergen. In den Schweizer Bergen. Genau, beim Skitouren. Beim Skitouren. Ja, genau. Aber sie hatte eigentlich gar kein Interesse an mir. Ich war vielleicht nicht ganz ihr Typ, bis sie dann einmal Nasenbluten hatte und ich ihr helfen konnte. Und plötzlich hat sich das sehr rasch gewechselt oder geändert und so kamen wir uns dann doch auch näher. Wie, also man sagt mal so schnell dahin, Gott hat dann irgendwie gerufen und so weiter. Ich finde es mal spannend, da wirklich mal genau hinzuhören, wer hat Gott das denn gemacht? Also wie hat Gott ganz konkret euch deutlich gemacht, dass es los in die Mission geht und dass es auch in dieses konkrete Land geht? Bevor wir heirateten 1988, hatten wir schon beide zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus gefunden. Und eigentlich wollten wir nach der Heirat auch schon, haben wir so Gedanken gehegt, in die Mission. Aber da waren unsere Anfragen, wurden dann eigentlich dankend abgelehnt, weil wir doch noch zu jung und zu unerfahren gewesen waren damals. Okay. Und sie sagen, meldet euch dann später. Das war dann allerdings nicht mehr im Vordergrund und ich war selbstständig erwerbender Handwerker
und wollte mein Business ausbauen und vertiefen und Häusle bauen, wie man da bei euch so schön sagt, ja, und in der Schweiz dann amortisieren natürlich, die Hypotheken amortisieren. Und Familie, hat dann auch, wir hatten auch schon drei Kinder in dieser Phase. Und plötzlich kam die mit einer komischen Idee. Okay. Ja, also die Idee stammte eigentlich gar nicht von mir. Da war unsere Nachbarin, die mich da auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen im Dorf angesprochen hat und gesagt, du, da gibt's eine Stelle, ich weiß, da mitten im Sumpf irgendwo in Ostasien, das wäre doch was, da gibt's eine Stelle, die suchen einen Zimmermann als Ausbildner. Wäre das nicht was für euch? Und ich habe gesagt, ach, vergiss es mit so drei kleinen Kindern. Der Jüngste war noch nicht einmal richtig jährig damals. Nee, vergiss das. Aber es ließ mir natürlich keine Ruhe. Und kaum war ich zu Hause, habe ich dann auch gleich diese Nummer angerufen, die sie mir gegeben hat. Und bekam Auskunft und habe mich da ein wenig informiert. Und dann, als dann zum Mittagessen zurückkam, habe ich ihm das dann so gesagt. Und da haben wir dann, ja, fast ein Jahr lang haben wir uns mit Freunden und Fachleuten auch beraten, ob das was wäre, an dieser Holzfachschule zu unterrichten. Ja, und in diesem Prozess, da waren wir wirklich einerseits auf dem weltlichen Weg mit Berufsberatung, Laufbahnberatung unterwegs, aber auch auf dem geistlichen mit Gaben, Tests und Charaktereigenschaften, schauen, ob das überhaupt gehen würde und so. Mhm. Und das Jahr dauerte sicher mindestens ein halbes Jahr, bis dann der Entscheid auch klar wurde, doch, wir gehen. Und wir haben uns dann auch entschieden, das All-In zu machen, also nicht halbe Sache, sondern wir haben dann wirklich unser Geschäft, das damals schon, doch schon 7 Jahre alt war und richtig gut lief, das haben wir verkauft. Okay. Und haben uns entschieden, okay, wir brechen ab. Das hat dann auch verschiedene Reaktionen ausgelöst auf der Seite von die Eltern, da sie eben auch schon in Hawaii waren und so Abenteurer waren damals. Die haben gesagt, oh super, macht das, das ist das Beste, das ihr machen könnt. Ja. Und bei meinen Eltern, die sehr, sehr bürgerlich ausgerichtet waren. Die hatten Angst vor der Amortisierung. Ja, einerseits das einfach, ja, das macht man doch nicht. Also jetzt ist man schon selbstständig erwerbend, hat sein eigenes Gewerbe aufgebaut. Also das kannst du wirklich nicht machen. Und dann natürlich auch, vor allem auch von ihnen halt wegen den Enkelkindern, die dann halt, ja, meine Eltern hatten schon andere Enkelkinder, aber die waren immer weltweit irgendwo verstreut. Und jetzt waren die drei ersten Kinder, die dann halt ganz in ihrer Nähe waren. Und das hat dann schon auch geschmerzt, ja. Also das ging auf meiner Seite nicht reibungslos, bei Seite, da ging es halt schon richtig gut. Da hatten wir gute Unterstützung. Genau, das ist schon einige Jahre her. Ja. Tatsächlich ist es so, dass ihr weit über ein Jahrzehnt im Land wart. Ihr seid auch nicht allein geblieben. Noch weitere Missionare sind mit vor Ort gewesen, Leute, die über kurze Zeit oder auch längere Zeit da waren. Mich würde erstmal interessieren, wirklich so ein ganz anderer Kontext. Du hast es erwähnt, ja, Berge, aber ich sag mal, Schweiz hat eine andere Temperatur als tropisches Klima in Ostasien. Seid ihr ins Land gekommen und das war Liebe auf den ersten Blick, dieses Land für euch, inklusive dem, was euch dort auch kulturell begegnet ist? Ich glaube schon, weil also das andere, das hat mich immer angezogen, das ich noch nicht kannte. Und die Hitze hat uns beiden eigentlich nicht zugesetzt, auch mir nicht. Und wir sind am Anfang auf einem großen Fluss am und auf dem Fluss gewohnt. Also wir konnten jede Zeit konnten wir in den Fluss springen oder auch schwimmen gehen. Ja, das war eigentlich nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war dann eher festzustellen, alleine
als Weißer in diesem Dorf zu sein. Das war dann vor allem für mich, weil dann in der Schule aktiv war und ich unsere Kinder angefangen habe zu unterrichten. Ja, ich war oft alleine und wenn er dann auch noch Holz suchen ging, mehrere Tage oder Wochen, dann war ich dann wirklich auf mich alleine gestellt. Und also Holz suchen heißt jetzt nicht das Klischee, ein Arm voll, sondern du hast dir angeguckt, wo man ein paar Lastwagen, okay. Genau, und das war dann wirklich nicht ganz einfach für mich so. Das heißt, du warst in einem, sag ich mal, im ruralen Umfeld, also auf dem Land, als einzige Weiße mit den Kindern, dein Mann unterwegs. Ja. Wie hast du das auch diese Zeit auch glaubensmäßig verlebt? Was hat dir da gut getan? Wie hast du Gott in der Zeit erlebt? Da war ich, glaube ich, schon noch nicht so wirklich gefestigt auch und habe mich auch, ja, manchmal passierten Sachen, die ich noch nie vorher gesehen oder gehört habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass jemand von Dämonen besessen war. Also Besessene hat man uns auch ins Haus gebracht oder wir holten sie dann zu uns nach Hause, damit sie nicht geschlagen wurden oder eingesperrt. Ja, das waren auch verstörende Sachen, die ich da sah und einfach auch nicht, noch gar nicht verstanden habe. Ich komme aus der Landeskirche und da hat man, ja, der Heilige Geist, das war eigentlich auch schon nicht mehr so sehr präsent. Und das war für mich sehr neu, sowas. Ja, im durchschnittlichen deutschen Gottesdienst begegnet man nicht so viel dämonisch Besessenen. Ganz also, genau. Zumindest nicht offensichtlich. Ja. Ja. Und da habe ich dann, also ich war froh, dass diese Sachen habe ich nicht ganz alleine erlebt. Da war auch dabei. Und er hat dann auch übernommen. Aber wir haben wirklich das, was wir gemacht haben, intuitiv gemacht und nicht, weil wir wussten, wie man da jetzt gegen solche Sachen ankämpfen kann. Wie war es für dich von den Schweizer Bergen ab ins tropische Klima? Wie war es für dich das Ankommen? Was war schwer in der Startzeit? Wie hat sich dein Herz für das Land erwärmt? Also die Erwärmung, die passierte sehr schnell. Aber jetzt auf den Bezug, den genommen hatte, wegen dem Schwimmen, man muss halt einfach schneller schwimmen als die Krokodile. Das war neu, also das war jetzt ein großer Unterschied zur Schweiz. Ja. Genau. Wir haben wirklich eine starke Berufung gespürt. Und es war meine beste Zeit, die ersten drei Jahre in diesem Einsatz, das waren wirklich, ich glaube, die besten Jahre, die ich je verbracht habe. Vorher war ich selbstständig erwerbend, hatte Angestellte und es war wirklich immer dieser Druck, Ende Monat muss Geld da sein, müssen flüssige Mittel da sein, um die Angestellten bezahlen zu können. Man musste schauen, dass man rechtzeitig Rechnungen schreibt und eintreibt, das Geld eintreibt, damit das dann auch wieder bereit ist zum Ausgeben etc. Und das war immer ein ziemlicher Druck und der war völlig weg. Ich durfte einfach mit all meinen Gaben und mit meinem Wissen, Fachwissen, meiner Erfahrung auch ganz frei arbeiten und hatte keinen Gedanken an Geld oder dass das rentieren muss oder dass das jetzt rentabel oder nicht rentabel ist, sondern ich durfte einfach aus dem Vollen schöpfen mit meiner Arbeitskraft. Und das war eine ganz neue Erfahrung und das war unwahrscheinlich gut. Einfach zu dienen. Und ich wusste, für mich ist geschaut. Okay. Das war ein ganz neues Feeling, ein neues Erlebnis und entsprechend war das Ankommen schon einfach.
Und eben ein paar Gänge langsamer. Also man merkt dann, wenn man so ganz, ganz einfache Arbeiten am Schreibtisch macht, ohne Aircondition irgendwo im Dorf, und der Schweiß läuft einfach nur so runter, da darf man dann nicht allzu hektisch mehr unterwegs sein. Es gab eine Entschleunigung in meinem Leben und das war primär mal sehr gut. Okay. Dann kamen schon auch eben die Herausforderungen, ja, auch gerade auf der geistlichen Ebene. Und zwischenmenschlich mit Leuten aus einem anderen Kulturumfeld sich anzugewöhnen, dass halt gewisse Prozesse anders laufen als in einem durchschnittlich mitteleuropäischen Land. Gewisse administrative Belange mit der Regierung ganz anders laufen, obwohl wir damals noch gar nicht so viel damit zu tun hatten. Aber trotzdem, man musste dann doch schon mal ein paar Tage auf der Immigration zum Beispiel sitzen, bis man dann alle Stempel und Fingerabdrücke und alles erledigt hatte. Und das war schon auch ein Angewöhnen. Und als wir dann auch das erste Mal in Urlaub reisten, zurück in die Schweiz für ein paar Monate, war das dann auch so, wow, ja, so könnte es ja auch sein. Ja. Als wir dann wieder die Schweizer Verhältnisse so richtig war. Ja, man hat es dann mehr, sehr viel stärker wahrgenommen, dass es halt in gewissen Bereichen riesige Unterschiede gibt. Mittlerweile, denke ich, haben wir uns so fest gewöhnt, sowohl ans eine wie ans andere, dass auch das Hin und Her switchen zwischen den Kulturen, das fällt uns, glaube ich, nicht mehr schwer. Ja, hin und her switchen musstet ihr tatsächlich, weil ihr sehr schnell, sehr radikal aus dem Land raus musstet. Dazu kommen wir noch. Erstmal würde mich noch interessieren, in den über einem Jahrzehnt, dass ihr da vor Ort wart, ist richtig viel gewachsen. Es sind mehrere Businesses entstanden, also einmal eine holzverarbeitende Fabrik, ein Gästehaus, eine Art Reisebüro, wo ihr Touristenreisen anbietet. Ihr habt eine Stiftung auf den Weg gebracht, die sich für nachhaltiges Investment in die Region einbringt. Was genau macht ihr da? Wie funktioniert das? Inwiefern seid ihr da Missionare und vielleicht auch, warum seid ihr verdeckt in dem Land? Nehmt uns ein bisschen mit rein in das, was Reichsgottesarbeit da in Ostasien bedeutet. Also ich möchte zuerst vorwegnehmen, dass in dem Land eigentlich erwünscht und erwartet wird, dass wir unsere Religion leben. Also eure Religion als Christen. Ganz genau. Und dass wir auch entsprechende Aktivitäten machen. Bei uns zu Hause dürfen wir ganz frei, so Hauskreis oder Gebetskreis oder sowas, das ist alles im üblichen Rahmen, Männerarbeit oder Frauenarbeit, das ist alles möglich, haben wir auch gemacht, am Sonntag in die Kirche, das ist auch alles im grünen Bereich. Aber es ist strikte verboten, Traktate zu verteilen oder irgendwelche missionarische Tätigkeiten, wo wir selber im Vordergrund stehen, auszuüben. Und da sind wir vor allem mit einheimischen Organisationen, also ist eine, sind wir mit ihnen unterwegs, die stehen dann vorne und die machen ihre Programme, wir nehmen sie einfach mit oder ermöglichen ihnen Reisen, damit sie auch ins Hinterland können. Oder wir unterstützen auch Evangelisten oder Pastoren, je nachdem, wo die gerade sind und was die gerade brauchen. Am allermeisten ermutigen wir aber Christen, die in einem animistischen Umfeld sind. Animistisch habt ihr eben schon angedeutet, vielleicht können wir da jetzt mal ein Stück tiefer reingehen. Du hast gesagt, da kam jemand dämonisches Besessen daher. In dem Land ist es so, dass neben anderen Religionen, die sehr stark sind, der Animismus traditionell sehr stark verankert ist. Es kommt dadurch viel auch zu Vermischungen, also das christliche, animistische und auch
aus anderen Religionen, Traditionen miteinander vermischt werden. Was bedeutet das, wenn man den Leuten begegnet? Was macht das aus? Ja, im Alltag bei uns in Europa ist halt die, muss man den Leuten erklären, dass es möglicherweise eine sichtbare und dann auch eine unsichtbare Welt gibt. Und sie werden es nicht alle glauben. Sie werden es nicht alle glauben. Ja. Und in Ostasien ist es einfach so präsent, im Alltag ist jederzeit, alles ist irgendwie beseelt. Und selbst seien dies jetzt monotheistische Religionen oder auch andere Religionen, östliche Religionen, die leben mit sehr vielen geistlichen Größen und Dimensionen. Okay. Und das ist Alltag. Das muss man niemandem erklären. Das muss man uns Westlern erzählen und erklären, was das, was das ist. Und das mussten wir von Grund auf ganz neu lernen. Zum Teil auch schmerzhaft. Das gehört ja auch dazu. Aber wie, warum schmerzhaft? Ja, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn zum Beispiel ein Voodoo-Zauber auf angewendet wird und sie plötzlich aus dem Nichts nicht mehr gehen kann und nicht mehr so unwahrscheinlich starke Rückenschmerzen kriegt. Und dann holt man die Frau, die uns halt gelegentlich mal massiert, das ist eine Art Dorfhebamme, und kaum beginnt die zu massieren, sagt sie dann halt, ah, da ist ein Zauber. Und ich, wenn ihr wollt, kann ich sofort einen Gegenzauber starten. Der kommt aus der und der Region, das ist vielleicht ein paar hundert Kilometer weit entfernt. Und wenn ihr wollt, kann ich gleich einen Gegenzauber starten. Okay. Und dann muss man dann halt mal sagen, oh, okay, dann ist gut, 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 halt, stopp. Du kannst nach Hause gehen, das kriegt man jetzt nicht mit Massieren weg, sondern da braucht es Gebet. Und dann, wenn die Frau aus dem Haus ist, setzen wir uns zusammen und beten und der Schmerz ist weg. Siehst du, guck. Da ist tatsächlich so das, was man hier auf geistliche Dimension nennt, also die unsichtbare Dimension des Glaubens, auf eine ganz andere Art und Weise präsent. Ja. Genau. Und das muss man zuerst lernen, dass es da noch weitere Dimensionen gibt, wie die geistlichen Regeln, was sind da für geistliche Regeln dahinter. Und da hilft uns natürlich die Bibel. Die erzählt ganz, ganz viel zu diesem Thema. Das hören wir in unseren durchschnittlichen mitteleuropäischen Ländern eher wenig im Gottesdienst. Je nach Gemeindeausrichtung. Je nach Gemeinde aber, natürlich, ja. Aber dass das so präsent ist im Alltag und allgegenwärtig, das erfährt man eher selten. Ja. Und deshalb, auch wenn wir Zeugnis geben von diesen Geschichten, von denen wir viele, sehr viele haben, dann muss man durchaus immer auch etwas vorsichtig sein, wem darf man wie viel erzählen. Und es gab dann schon auch Leute bei uns in der Schweiz, die sagen, ja, die dachten, ja, die haben vielleicht etwas zu viel Sonne abgekriegt oder sowas, dass da plötzlich so Halluzinationen entstehen von Sachen, von denen man doch einfach weiß, dass das zum Mittelalter gehört und nicht in unsere Zeit. Aber dieser Umgang, der brachte uns auch je länger, je näher an Gottes Herz. Und das ist, was wir heute ganz klar sagen, uns fällt es viel leichter in unserem Land, diesen Glauben, diese Beziehung zu Jesus einfach so ganz praktisch im Alltag vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen und wenn es nötig ist, mittendurch in der Nacht beim Erwachen oder Aufwachen einfach aus dieser Beziehung zu leben. Und wenn wir dann längere Zeit wieder zurück in Europa sind, ist das eher anspruchsvoll, diese Beziehung im Alltag dann auch so zu leben. Man ist viel stärker getaktet durch äußere Umstände, die uns bestimmen, die uns einen Takt vorgeben, Geschwindigkeit vorgeben, Pflichten, To-Do-Lists. Und in unserem Land, da fällt es uns eigentlich fast leichter, eine Not-To-Do-List zu führen. Was wir nicht machen wollen. Genau. Und eine Sache, die viele
der Missionare und Missionare immer wieder berichten, ist halt auch, dass in herausfordernden Kontexten tatsächlich auch Glaube ganz anders relevant ist, weil mit anders existenzielleren Nöten ganz alltäglich konfrontiert ist. Das wird bei euch auch so sein. Ja. Du hast berichtet, genau, also einmal, ihr seid Ermöglicher, das heißt, ihr geht nicht selber los und evangelisiert, sondern ihr seid Ermöglicher, einmal was Transport und Mittel und derartiges angeht, aber auch was so die Zugänge angeht, dass einheimische Evangelisten und einheimische Christen bestärkt werden, ausgerüstet werden, an die richtigen Plätze kommen. Das ist der eine Aspekt. Was macht ihr noch im Land? Ja, dann auch Beziehungspflege. Also wir haben mittlerweile ein sehr großes Beziehungsnetz in der ganzen Provinz und die ist zweimal so groß wie die Schweiz, oder? Oder noch mehr, sehr wahrscheinlich. Die Ausdehnung, wo wir uns bewegen. Und ja, das Wichtigste in allem ist immer wieder einfach füreinander Zeit haben, da sein. Sei das bei uns in der Stadt, mit Gästen, aber auch mit Nachbarn, ein Schwatz mit den Nachbarn oder du in der Holzfirma. Präsent sein, zuhören, aber dann auch Austausch. Also wenn zum Beispiel dann ein Evangelist eine Predigt gehalten hat am Sonntag und wir da in einem abgelegenen Dorf sind, dann wollen die immer noch zusammensitzen nachher und auch austauschen, wie das aus unserer Sicht zu sehen sei. Das, was gerade gepredigt wurde. Und das ist natürlich auch spannend. Das heißt, ihr sitzt dann da, ihr dürft nicht evangelisieren, aber ihr sollt schon erzählen, wie ihr das seht. Ich sehe die innere Spannung der Sache. Ja. Also, die Leute vom Dorf, die möchten natürlich, dass wir predigen. Klar. Aber von der Regierung her, da ist es verboten und das machen wir auch strikte nicht. Ja. Aber ergänzend zu einer Predigt, das kann man ganz gut. Das ist ja nicht evangelisieren, weil sie fragen ja, was wir dazu denken. Was ist so ein, vielleicht eine Begebenheit, wo jemand dort in Ostasien zum Glauben gekommen ist, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Und was ist die große Herausforderung, wenn Leute aus diesem animistischen Kontext zum christlichen Glauben kommen? Grundsätzlich denke ich, ist der Animismus und die ganzen Bindungen an diese Ahnengeister, das sind wie, wir können uns das vorstellen wie Ketten. Diese Ketten, die binden Leute, die verhindern, dass Leute sich bewegen können, sich leicht fühlen können. Und das Evangelium von Jesus Christus, das sagt uns einfach, dass wir in ihm alle Fülle kriegen und im Überfluss. Und das stellen wir immer wieder fest, selbst bei Christen, die vielleicht schon in der zweiten oder sogar in der dritten Generation Christen sind und aus christlichem Haus oder in christlichem Haus aufgewachsen sind. Dass die immer noch sehr, sehr stark mit Aberglaube und alten Traditionen verbunden sind. Und man macht es einfach. Und es ist dieser Begriff von der Kultur. Sie sagen dann häufig auch, es ist halt unsere Kultur. Und man muss dann dort wirklich unterscheiden, inwiefern ist Kultur eben Kultur. Also zum Beispiel eine Kultur, dass man Flechtmatten herstellen kann. Oder Tragkörbe oder Hüte zum Beispiel aus Rattan oder aus anderen Naturmaterialien. Und diese Kultur dann eben auch pflegt, dass man oder Instrumente baut oder so, auch Gegenstände des täglichen Bedarfs herstellt. Und wann ist dieser Switch dann zur Religion, ja, wo eben auch solche Gegenstände durchaus religiöse Bedeutung bekommen oder hergestellt werden, um zum Beispiel irgendwelche Rituale vorzunehmen.
Und dass das dann eben eigentlich nichts mit Kultur an sich und mit traditionellem Handwerk und überlieferten, von Alters her überlieferten Fähigkeiten eigentlich mehr zu tun hat, sondern eben mehr mit Religion. Und diese Schnittstelle herzustellen, ist für uns bis heute immer ganz schwierig. Okay. Und für die Leute vor Ort gibt es diese Schnittstelle gar nicht. Das ist eine Einheit. Und selbst wenn sie dann zum Christentum konvertieren, bleiben diese Bindungen häufig, also in aller Regel, bestehen. Okay, das heißt, alle Rituale, die teilweise halt auch mit ihren Ahnen zu tun haben, die religiöse Konnotation in ihrem Kontext haben und so weiter, die werden einfach weitergeführt und das Christentum kommt dazu. Genau, der Glaube an Jesus kommt dazu und die Reflexion darüber, dass das miteinander kollidiert, das kommt dann wahrscheinlich erst, wenn sie merken, dass da okkulte Belastungen sind oder wie wird das deutlich? In aller Regel merken sie das gar nicht erst. Also als Beispiel jetzt die Landwirtschaft, beim Wanderfeldbau, da werden zuerst die Geister besänftigt im Wald, bevor man Wald roden darf. Weil das ist ein Eingriff in die Harmonie der Natur und der Umgebung und dann werden zuerst mal die Geister müssen besänftigt werden mit Opfergaben. Und wenn es dann darum geht, den Wald zu fällen, braucht man die nötige Energie, man trocknet dann, lässt dann das Holz trocknen in der Trockenzeit und kurz vor der Regenzeit muss man das abbrennen, die Felder dann abbrennen und da braucht man den richtigen Wind, dann muss man zuerst den Wind rufen und die Geister wiederum besänftigen, weil es jetzt wieder sehr viel Unruhe gibt im Wald und dann natürlich vor der Aussaat. Und während der ganzen Saat- oder Wachstumsperiode und natürlich bei der Ernte, da gibt es dann unzählige Rituale, kleinere und größere, die halt einfach vollzogen werden müssen. Und das hat man seit Generationen gemacht. Nun bekehrt sich eine Familie zum Christentum und pflegt diese Rituale weiter, weil man immer so Landwirtschaft betrieben hat. Das ist ganz natürlich auch. Aber dass diese religiös motivierten Rituale dann eben einen Einfluss hat auf ihre Beziehung zu Jesus. Das merken die möglicherweise, das ist einfach normal, das merken die gar nicht so fest. Das muss man erstmal rausfinden mit ihnen. Und wenn wir dann mit ihnen unterwegs sind und mit ihnen sprechen und ihnen am Boden sitzend, spät abends beim Palaver dann quasi ihnen diese Zusammenhänge auch aufzeigen, dass Jesus helfen will und hilft, und dass es da keine Geister mehr braucht daneben. Das braucht dann schon Zeit und dafür braucht es eben viel Zeit mit den Leuten vor Ort. Leben teilen. In all diesen Lebensphasen, im Jahreszyklus, aber im Lebenszyklus auch. Und das widerspricht halt unserem oft kurzweiligen Denken, projektorientierten Denken. Ja. Man macht ein Projekt, hat schöne und gute und sinnvolle Ziele, man kriegt auch Geld für so ein Projekt und nach 2, 3, vielleicht maximal 5 Jahren muss man das Projekt abschließen, abrechnen und evaluieren. Und dann muss man sagen, okay, was hat jetzt dieses Projekt den Frauen gebracht, um mehr Selbstständigkeit zu bekommen? Ja. Und 5 Jahre ist in diesem Kontext, das ist nichts, das ist ein Wimpernschlag. Und wir merken, wir sind jetzt auch eine Generation lang schon dort. Es braucht Generationen. Genau, ihr könnt vielleicht mal kurz verraten, wie alt ihr beiden seid, weil die Hörer können euch ja nicht sehen. Also wir sind beide 56 und werden dieses Jahr 57. Alles klar. Damit haben wir eine Vorstellung, bitte. Und sind Grau- und Großeltern. Grau-Großeltern, 16-fache Großeltern. 16-fache, das muss man erstmal leisten. Also, um das noch aufzusplitten, 7 von unseren eigenen Kindern und 9 Enkelkinder von unseren angenommenen Kindern in unserem Land. Sehr schön. Okay. Und diese Präsenz, eben dieses Leben teilen, in
in guten und schlechten Zeiten mit ihnen am Boden zu sitzen, Tee zu trinken und diese Geschichten zu erzählen und immer wieder zu erzählen. Mhm. Und wenn dann auch eben bei Leuten, die sich schon bekehrt hatten oder haben schon, vorher, vielleicht schon früher, schon als Christen auch geboren waren, wenn sie dann plötzlich merken, oh ja, das kann jetzt etwa einen Unterschied machen. Mhm. Und dann plötzlich richtig wiedergeboren werden, ohne dass ich ein Klischee öffnen möchte, aber die dann plötzlich in diese Beziehung reinkommen und merken, jetzt fallen Ketten von ihnen ab. Ja. Jetzt wird etwas freigesetzt, von dem sie bisher nie was erfahren oder gespürt hatten. Gibt es da eine Person, die dir vor Augen steht, wo ihr das besonders eindrücklich erlebt habt? Ja, ein Beispiel ist eine Händlerfamilie in unserem Tal. Das sind Migranten aus einer der größten Inseln oder dicht besiedelsten Inseln des ganzen Gebiets. Und die sind eigentlich aus Armutsgründen auch in unser Tal da eingezogen und haben eine kleine Ladenkette, würde ich mal fast sagen, aufgebaut. Mhm. Und die kämpfen auch, das ist unwahrscheinlich anspruchsvoll, da Handel zu treiben, weil viele der Einheimischen, der indigenen Leute, die borgen sich, die haben kein Geld oder wollen jetzt Gold waschen gehen zum Beispiel, dann borgen sie sich Treibstoff für ihre Goldwaschmaschinen und Proviant und Ausrüstung, haben aber kein Geld und ja, wenn es hoffentlich dann Gold gibt, dann tauschen sie dann das Gold eben gegen ihre Schulden ein. Mhm. Dann gibt es aber auch immer wieder viele Schulden, die halt dann auch offen bleiben. Ja. Und die sind zum Teil signifikant. Das sind richtig große Beträge zum Teil. Mhm. Ja? Also existenzbestimmende Beträge für so ein kleines Handelsimperium da in einem kleinen Tal. Und dann haben wir zum Beispiel mit dieser Familie geistliche Hausregeln eingeführt. Mhm. Und über Nacht, also das war dann wirklich sehr, sehr imposant. Mhm. Wir haben es für eines der Häuser haben wir das mit ihnen zusammen gemacht. Was sind geistliche Hausregeln? Ja, das sind Bestimmungen nach biblischen Grundsätzen. Mhm. Wer was wie machen darf oder auch nicht auf einem bestimmten Grundstück. Okay, also das würde jetzt biblisch gesehen, würde für mich erstmal heißen, wenn man Gäste begrüßt, wäscht man ihnen die Füße. Oder? Zum Beispiel, aber jetzt eher eben auf die unsichtbare Welt ausgerichtet. Ja. Das heißt, ich bestimme als Hausherr, dass auf meinem Grundstück, in meinem Haus, gewisse Gesetze gelten. Okay. Das heißt, ich bestimme zum Beispiel, dass wir nach dem Gesetz der Liebe von Jesus unsere Gäste, alle Gäste willkommen heißen, unabhängig von Rasse, Hintergrund, religiösem, sexuellem oder anderen Einstellungen. Und die sind herzlich willkommen, aber die müssen sich an gewisse Regeln halten. Okay. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn Menschen zu uns kommen mit gewissen dämonischen Belastungen, dann binden wir per schriftlicher Befehl, der dann auch am Haus oder in unseren Räumen aufgehängt ist, dass diese Dämonen sich während dem Aufenthalt in unserem Haus nicht manifestieren dürfen. Das heißt, sie werden... Dämonen halten sich an Papier? Oh ja. Ja. Okay. Ja, also nicht ans Papier, aber an die Regeln. Wenn Jesus Christus auf dem Papier steht und sagt, aufgrund vom Befehl von Jesus Christus und vom Heiligen Geist, dann halten die sich sehr, sehr genau dran. Mhm. Und das heißt dann zum Beispiel eben, dass solche geistliche Einheiten, die wir nicht im Haus haben wollen, die werden, ich sage es jetzt mal bildlich, geknebelt und mit Handschellen gefesselt. Solange sie im Haus sind. Wenn sie dann wieder rausgehen aus unserem Haus und von unserem Grundstück, sind sie wieder frei.
Okay, und können also, wieder machen, was sie wollen. Ja. Okay, also ihr habt Hautregeln eingeführt und über Nacht ist was genau passiert? Und dann gingen sie dann ins Tal und haben dann auch ihre anderen Häuser mit diesen Hausregeln. Das ist kein Hokuspokus, das ist ein kurzes Gebet und laut ausgesprochen, okay, hallo, jetzt hier, wir erstellen jetzt diese geistlichen Hausregeln, die hängen wir auf, ab sofort gelten die, fertig. Und das wird gehört in der unsichtbaren Welt. Das wird wahrgenommen. Die auch Geister und Dämonen können lesen, können hören. Sie können nicht Gedanken lesen, aber sie können lesen und hören. Okay. Und am nächsten Tag, nachdem sie diese geistlichen Ausreden aufgehängt haben, kam einer aus dem Dorf vorbei mit einem Riesen, mit einer Riesentüte Geld, Bargeld. Das hatten sie schon längst abgeschrieben. Das war mehrere Jahre her, eine riesige Schuld, die nicht beglichen wurde. Am nächsten Tag marschierte der ins Haus mit einer riesigen Tüte und hat einen riesigen Betrag Geld ihnen übergeben und gesagt, ich will meine Schuld begleichen. Ich habe den Eindruck bekommen, ich muss jetzt meine Schuld begleichen. Und die Frauen, die das Business da machen, die sind aus allen Wolken gefallen, haben uns das dann auch gesagt. Sie seien ganz überrascht gewesen und ich habe gesagt, ja, das ist die Folge der geistlichen Hausregeln. Siehst du, guck. Und solche Erlebnisse machen wir in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, wir haben da Dutzende weiterer solcher Beispiele. Ich danke dir für den Einblick, also mal ein bisschen wirklich in die Kultur, in die Tiefe zu tauchen. Es wäre so viel spannender, das wirklich ganz konkret machen zu können, konkret übers Land und auch noch konkreter über die Kultur reden zu können. Heute gehen wir mal so weit. Eine Herausforderung, die hinter euch liegt, ist, ihr habt schon gesagt, switchen zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Nachdem ihr über ein Jahrzehnt im Land vor Ort wart, war es so, dass dann von jetzt auf gleich Schluss war. Das heißt, das, was ihr über 10, 15 Jahre aufgebaut hattet, stand von heute auf morgen vorm Null. Sowohl ihr als auch die Kollegen mussten raus aus dem Land. Was ist da passiert? Also wir hatten noch einen Monat länger Zeit als unsere Kollegen. Die mussten innerhalb von 24 Stunden raus. Und wir hatten dann gnädigerweise Erbarmen bekommen von der Immigration und durften dann noch wirklich in unser Gästehaus auch in eine Firma umwandeln. Und das ist unser, wirklich, das ist ein Wunder für uns, dass wir das noch machen konnten. Ja, sonst wäre das wohl nicht, hätte das auch nicht geklappt mit der ganzen Übergabe an die jüngere Generation und so. Hintergrund war, dass genau, da gehen wir nicht zu sehr ins Detail, Hintergrund war, dass es Gruppen gab, denen etwas nicht gefallen hat. Auf jeden Fall wurde politisch was in Gang gesetzt und deshalb wurdet ihr sozusagen per sofort, also euch allen die Aufenthaltsvisa entzogen. Ihr musstet ausreisen, seid auf einer schwarzen Liste gelandet, dass ihr voraussichtlich allesamt nie wieder hättet ins Land einwandern können, also wieder einreisen können. Wie ist dieser Moment für euch gewesen? Ihr habt euer Herz, euer Leben reingegossen, ihr habt euch reingelebt in diese Kultur und ich sag mal, du hast gesagt, fünf Jahre sind ein Wimpernschlag, also wart ihr drei Wimpernschläge gerade mal im Land und auf einmal ist das von jetzt auf gleich alles in Frage gestellt. Wie ist es euch damit ergangen? Wie ging es euch persönlich damit und auch was habt ihr Jesus dazu gesagt? Ja, also zu Beginn war es einfach einmal ein Schock sicher, aber dann auch ein intuitives Reagieren. Man hat dann wirklich versucht, alles zu regeln, so viel noch zu regeln ist und möglich ist. Da haben wir auch ganz viel Eingreifen von Gott wahrgenommen, wo Sachen, die wir zum Teil jahrelang versuchten, Änderungen, Anpassungen in unserer Struktur und so weiter, die plötzlich über Nacht waren Türen offen, um Änderungen vorzunehmen und Anpassungen zu machen. Da reagiert man dann erst
vorerst einmal und muss man halt einfach in dieser Situation rasch und ohne unkompliziert schnell handeln. Aber sicher, ja, es war halt für uns extrem unvorstellbar oder unverständlich, weil wir überhaupt nichts anderes gemacht hatten, als wir eben sogar 5 Wimpernschläge lang immer gemacht haben. Wir haben uns immer sehr, sehr bewusst an die Regeln und Gesetze des Landes gehalten. Wir haben immer sehr kooperativ mit den Behörden zusammengearbeitet, sehr proaktiv, auch sie immer involviert, ihnen gesagt, was wir machen. Die wussten halt genau, seit Jahren und Jahrzehnten. Und dann sollte das plötzlich doch ein Grund gewesen sein zu einer Ausweisung. Das war dann schon sehr unverständlich. Zuerst sah es auch nur aus, so wie eine 6-monatige, ein längeres Timeout. Der Chef der Immigration hat uns auch gesagt, ja, ja, nehmt das jetzt als 6-monatigen Urlaub und kommt dann wieder erholt und versöhnt wieder zurück, um weiterzumachen. Und plötzlich während dieser Zeit, wo wir dann jetzt in der Schweiz waren auch, wurde es dann auch klar, dass jemand versucht, uns lebenslänglich rauszuhalten. Ja. Und das war dann richtig, da wurde es dann richtig schwierig, weil, wie zu Beginn des Gesprächs schon angedeutet, wir haben uns entschieden, damals in die Mission zu gehen, mit All-In. Also wir haben euch gelassen. Nichts da gelassen. Wir haben alles mitgenommen und alles investiert, also unsere Altersvorsorge, alles. Und das mag für die einen vielleicht blauäugig und grob fahrlässig erscheinen. Für uns war das eine Konsequenz. Ein Ja ist ein Ja und wir gehen diesen Weg. Und wenn Gott uns dann auch zurückberuft oder andere Ziele und andere Berufung hat, dann ist es dann auch Zeit, sich wieder neu auszurichten. Und deshalb wurde es dann eigentlich erst während des Aufenthalts in der Schweiz dann so richtig happig. Und da haben wir sehr viele Fragen an Gott, das ist unbestritten. Wir haben gerade vor ein paar Tagen von jemandem gehört, der hätte auch gebetet und er hätte gesagt, aber Herr, da hast du jetzt einen Fehler gemacht. Und das haben wir ja auch gedacht. Ja. Vielleicht kann ich auch noch sagen, du hast da gefragt, ja, wie es uns dabei ging. Yeah. In der ersten Zeit, ich konnte es gar nicht wahrhaben. Ich dachte, weil wir hatten ja noch einen Monat Zeit, ich dachte, ich will bereit sein. Yeah. Herr, ich verstehe das absolut nicht. Yeah. Aber ich nehme jetzt mal Abschied von all meinen Orchideen und so, die ich, und auch von Freunden. Und das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ich hatte noch kein Jahr, das alles dazulassen. Aber es war gut, dass ich das gemacht habe, weil dann in der Schweiz, ich wusste, ich habe bewusst Abschied genommen. Und ich denke, das ist schon etwas, das man sich manchmal gar nicht so vorstellen kann, wenn man nicht richtig Abschied nehmen kann, dass das dann einen immer wieder einholt. Und was mir am meisten geholfen hat, wo ich überzeugt bin, das waren all unsere Beter, also auch die Allianzmission hat da ganz, ganz stark auch für uns gebetet. Und das haben wir wirklich gespürt, indem dass wir nämlich wirklich durchgetragen waren. Wir hatten auch Gelegenheit dann, wir bekamen einen Coach und der begleitete uns wirklich und auch die hat uns sehr stark begleitet in der ersten Zeit. Fast täglich haben die uns angerufen, wie es uns geht. Und ich glaube, wir hätten das nicht überstanden, wenn nicht so viele Beter für uns eingestanden wären im Gebet. Und ja, ich glaube, erst so in einer solchen Situation kann man dann wirklich auch merken, wie wichtig, unbedingt wichtig solche Gebete sind. Ja. Absolut. Weil auch die Leute, die uns begleitet haben, die haben gesagt, ihr seid nicht so niedergeschlagen, wie ihr eigentlich sein solltet, nach solch vielen emotionalen Auf und Abs. Schön. Wow. Genau, da könnte man viel drüber noch tiefer reden.
Jesus war treu, nämlich es haben sich neue Perspektiven eröffnet. Wider alle Erwartungen ist es tatsächlich möglich geworden, dass ihr zurückkommt. War jetzt eine lange Pause, ich glaube ein Dreivierteljahr oder ein Jahr seid ihr jetzt hier gewesen. 14 Monate. 14 Monate seid ihr jetzt wieder hier in Mitteleuropa, also ihr in der Schweiz gewesen. Aber es gibt neue Perspektiven, will sagen, in absehbarer Zeit werdet ihr erneut ausreisen können tatsächlich und, so wie es aussieht, auch ein dauerhaftes Aufenthalts- und Arbeitsvisum haben, also wirklich euren Weg, euer Herz, eure Zukunft in Ostasien fortsetzen. Was, mit welchen Gefühlen, Wünschen, Hoffnungen brecht ihr neu auf? Ja, das Wunder, das wirklich geschehen ist, ist halt, dass wir heute in der heutigen Situation unter deutlich besseren Umständen wieder ausreisen können, als wir je zuvor hatten. Mhm. Also Gott hat diese, vielleicht tönt es plakativ, aber diese Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist, gewendet und hat uns Gerechtigkeit verschafft. Mhm. Er hat uns Recht gesprochen und hat uns jetzt den Weg wieder geöffnet. So ein fast so eine Art Josef-Moment. Wir haben es böse gemeint, schon, aber Gott hat es gut gemacht. Ja, genau. Ja. Und durch die erzwungene Übergabe zum Beispiel von unseren privaten Assets und unserem Gästehaus, das bis anhin privat war, und jetzt konnten wir das noch vor der Landesverweisung in eine Firma überführen, und jetzt hat unser Schwiegersohn die operationelle Führung davon, von diesem Gästehaus übernommen, konnten wir eine Regeneration einführen, auslösen. Und diese Regeneration hat jetzt dazu geführt, dass wir, wenn wir jetzt zurückgehen, nicht mehr im operationellen Tagesgeschäft gebunden sein werden, sondern viel mehr im strategischen Bereich und entsprechend viel mehr Freiheiten haben werden. Also ihr könnt mehr in Dörfern auf dem Boden sitzen und Palaver machen. Richtig, richtig, sehr richtig. Ja. Oder auch in der Stadt. Oder auch in der Stadt, ja. Weil da wird es auch gebraucht, in der Nachbarschaft. Ja, und auch mit den Gästen. Wir haben immer sehr viele internationale Gäste, die sind auch ein Zielpublikum von uns. Und es dauert in aller Regel im Gästehaus keine 10 Minuten, dass wir bei den Fragen des Glaubens und der Weltanschauung sind. Und dadurch entstehen äußerst interessante Gespräche mit Gästen aller Prägung, sei es von Atheisten über Evolutionisten oder einfach auch Leute, die mit uns und unserer Weltanschauung überhaupt nichts anfangen können. Und die werden dann plötzlich in eine Welt hineingezogen und können sich hier auch wie schlecht entziehen, oder sie sind auch interessiert, sie sind offen, dann auch zu hören, ja, weshalb denn? Und da können wir auch Klischees und Tabus abbauen und Menschenherzen bewegen, ja. Und deshalb freuen wir uns jetzt, dass ja jetzt doch diese letzte Phase, wir sagen jetzt mal grob, die nächsten 2 Wimpernschläge des Lebens, die nächsten 10 Jahre, dass wir jetzt in der zweiten Nachkinderphase nochmal ganz neu uns ausrichten können, nochmal ganz neu und anders auch Reich Gottes bauen können und mit mehr Unabhängigkeit als bisher. Und das, da sind wir jetzt einfach mal hochgradig motiviert, das auch auszuprobieren, zu finden und neue Wege zu gehen. Und wir sind gespannt, eben auch, ja, Gott hat viele Zeilen geschrieben in unserem Lebensbuch und da sind noch ein paar Seiten offen und da sind wir jetzt gespannt, wie Gott da weiterschreibt. Was er da schreibt. Genau. Wir sind gespannt, euch zu begleiten. Ich freue mich darauf, dass wir auf der einen oder anderen Art und Weise die Möglichkeit haben, auch zu berichten, wie es weitergeht. Da müssen wir mal gucken, welche Wege wir finden, wie wir eure Arbeit nicht weiter gefährden dadurch. Wer sagt, wow,
Das beeindruckt mich. Ich möchte Sie gerne unterstützen. Ihr könnt gerne für die beiden spenden. Wer sagt, ich möchte in persönlichen Kontakt kommen mit Ihnen, wir werden Kontaktmöglichkeiten dafür in den Shownotes angeben. Auch das nicht direkt. Ihr findet sie auch nicht auf unserer Homepage. Aber wer sagt, wir möchten in Kontakt kommen oder den Rundbrief von den beiden bekommen, dann machen wir eine Verbindung möglich. Wofür können unsere Hörerinnen und Hörer für euch beide konkret beten? Einerseits leben wir aus dieser Beziehung zu Jesus. Und das ist eigentlich auch schon gerade alles, mhm, was wir brauchen, mhm, weil in ihm haben wir alles. Mhm. Und wir dürfen seit vielen Jahren in einem permanenten Wunder der Vermehrung leben. Mhm. Und wir dürfen diesen Überfluss, den Jesus in Johannes 10, 10b verspricht, persönlich erfahren, in unserem Alltag. Mhm. Und da sind wir einfach in erster Linie dankbar, aber wir wissen und fühlen das ganz konkret. Wir sagen immer, das Gebet der Heiligen ist das Benzin der Engel, die uns begleiten. Gut. Und die Engel Gottes, die himmlischen Herrscharen, die brauchen Benzin, die brauchen, okay, Treibstoff. Sehr gut. Und da ist es, geht es nicht um hohe Treibstoffpreise, da geht es um Gebet. Und das sind besonders auch Menschen, die vielleicht fühlen, dass sie jetzt schon in der letzten Lebensphase sind, nicht mehr beruflich produktiv sind. Vielleicht fühlen sich die einen oder anderen als Last für die Gesellschaft, aber sie können beten. Sie können beten. Und dieses Gebet, das ist enorm wichtig. Und ja, wir wissen auch, dass diese Generation der Beter eher am Aussterben ist. Aber wir hoffen auch auf neue, junge Menschen, die wirklich die Kraft dieses Gebets entdecken, mhm, und sich in dem auch widmen. Ja. Dann nenn du uns doch noch ein paar konkrete, ja, Stichworte. Wofür kann die neue Generation und die alte Generation von Betern, mhm, loslegen? Also ich denke, es kommt wirklich nicht darauf an, wie alt oder jung man ist oder sich fühlt. Aber konkret beten für Einheit, mhm, Einheit von und mir in erster Linie, weil, mhm, wenn wir nicht einig sind, dann gibt es nur Chaos, mhm, aber dann auch in unserer Kernfamilie, Einheit mit unserer Kernfamilie, dass auch unsere Kinder sich versöhnen können mit der ganzen Situation, mhm, dass wir weg sind, dass wir, mhm, nicht einfach so abrufbare Großeltern sind. Hm. Man darf auch gerne dafür beten, dass Leute, die wir begleiten und frisch zum Glauben gekommen sind, dass die wirklich auch beschützt werden. Hm. Vieles, auch wenn sie konvertieren aus einem anderen Glauben, gerade aus dem Glauben, der am meisten vertreten ist, kann es sein, dass sie die ganze Familie verlieren, was dann wirklich nicht nur Einsamkeit, sondern auch Armut bedeutet. Ja. Also, dass man wirklich auch für solche Leute betet und ganz klar auch für alle Pastoren, Evangelisten und alle, die sich einsetzen, damit das Wort Gottes verbreitet wird, dass die einfach besonders beschützt werden und nicht angegriffen werden. Okay, danke. Oder in den Angriffen bestehen können. So. Ja, so angegriffen, ja, werden sie so oder so. Ja, ja, genau. Genau. Liebe Hörer, ihr habt es gehört, betet los, gebt den Engeln Treibstoff, das braucht es. Zum Schluss das Schwerste, nämlich welchen einen Satz und auch wirklich nur einen Satz gebt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit. Gib niemals auf.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind. Thank you.